Die Kids können es kaum noch erwarten. Die Sportschwimmer stehen ebenfalls in den Startlöchern. Am 1. Mai wird die Badehose eingepackt. Dann öffnen schon mal das Schürenbad und auch hier das Prinzregentenbad. Hier in Bogenhausen wurde zum Beispiel in den vergangenen Tagen wieder der Prinzestrand aufgeschüttet. Das Motto: einfach mal relaxen auf 580 Tonnen Sand. Sommerliches Karibik-Feeling auf der Wintereislauffläche. Hier können die Badegäste ihren Drink im Liegestuhl genießen. Und für die Sportlichen sind auch wieder die Beachvolleyballfelder aufgebaut. Nach dem Schüren und dem Prinzregentenbad werden auch die anderen 6 Freibäder der SWM im Lauf des Mai nach und nach aufmachen. Je nachdem, wie Petrus mitspielt. Und genießen kann man es jetzt sogar schon frühmorgens. Neu ist dieses Jahr, dass wir versuchen, wirklich von Montag bis Freitag jeden Tag einen Frühschwimmertag anzubieten. Das wünschen sich viele Badegäste, gerade im Freibadbereich, weil viele einfach sagen, oh, es wäre so schön, morgens vor der Arbeit noch ein paar Runden schwimmen zu gehen. Im Schürenbad wird es montags und donnerstags immer ab 8 Uhr einen Frühschwimmertag geben. Im Bad Georgenschweige dienstags um 8 Uhr. Und dann gibt es noch die 2 altbekannten Frühschwimmertage im Dantebad ab 7 Uhr morgens und im Prinzregentenstadion auch ab 7 Uhr morgens. Das heißt einfach, man hat außerhalb des Wochenendes an jedem Werktag sozusagen die Möglichkeit, frühmorgens seine Runden zu drehen. Und wenn das Wetter mal nicht mitspielen sollte, kann man auch auf die Hallenbäder ausweichen. Sie bleiben den ganzen Sommer über geöffnet. Ich wünsche mir natürlich einen viel, viel besseren Sommer als letztes Jahr. Tolle Sommertage, heiße Sommertage. Und die Sommersaison geht wie immer bis zum Schulferienende. Das heißt, wir schließen am Mitte September, am Tag, bevor dann die Schule wieder losgeht. An besonders heißen Tagen haben die Münchner Freibäder bis 20 Uhr geöffnet. Die Infos dazu gibt's dann immer ab 15:30 Uhr unter www.swm.de/mbäder.